Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus, willkommen zurück zu Mass Effect. Was für eine geile Episode gestern, ey, so viel erlebt. Leider Kaidan verloren, aber jetzt müssen wir noch mit den Rat sprechen und denen darüber aufklären, was wir in der letzten Mission alles erfahren haben, auch über die Reaper. Beim letzten Gespräch in der Zitadelle mit dem Rat haben sie nicht wirklich an die Reaper geglaubt. Mal gucken, ob wir sie jetzt überzeugen können. Wir haben den Standort der Röhre auch erfahren, die ist auf Ilos und wir brauchen Unterstützung, um auch dahin zu kommen. Denn in das System sind wir nicht erwünscht, aber wir müssen das Sprungportal nutzen. Also sagen wir Joker mal, er soll uns durchstellen zum Rat. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode. Mal gucken, was wir erleben. Loggen Sie uns ein, Joker. Sie müssen es erfahren. Übermittlung gestartet. Commander Shepard, es freut mich sehr, dass Ihre Mission auf Würmeyer ein Erfolg war. Saren ist schon ohne die Unterstützung einer Armee Krogana ein harter Gegner. Ein voller Erfolg war die Mission ja nicht. Also, es hat viel gekostet. Wir haben jetzt aber größere Probleme. Die Kroganer hätten sich in den Dienst der Sovereign gestellt. Sie gehört zu den Reapern. Ja, wir haben davon in Ihrem Bericht gelesen. Die Sovereign. Eine bewusstseinsfähige Maschine. Eine echte künstliche Intelligenz. Das sind beunruhigende Nachrichten, falls sie korrekt sein sollten. Falls sie korrekt sein sollten. Siehst du, da geht's schon wieder los. Hey, sie müssen das glauben. Die Sovereign ist ein Reaper. Saren hat es zugegeben. Er spielt mit ihnen, Shepard. Saren hat immer noch Kontakt zur Zitadelle. Vielleicht hat er ihre früheren Berichte gesehen, in denen sie von den Visionen berichtet haben. Und von den Reaper. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Saren falsche Informationen nutzt, um sie aus der Fassung zu bringen. Unser Geheimdienst hat keinerlei Informationen gefunden, die diese These belegen. Tja, immer wieder die gleichen, ne? Hier, der Turianer ist immer an erster Stelle, wenn es um Zweifel geht. Sie glauben einfach nicht, dass es ein Reaper ist. Was denn? Beweise, ey. Früher oder später werden Sie glauben müssen, was ich sage, Botschafter. Versuchen Sie, es aus unserem Blickwinkel herauszusehen, Commander. Saren ist eine Bedrohung, die wir kennen. Diese Reaper aber existieren nur in ihren Visionen. Unsere Entscheidungen betreffen das Leben von Billionen. Wir können nicht gemäß den Anschuldigungen einer einzigen Person handeln. Auch nicht, wenn diese Person ein Spectre ist. Wir brauchen fundierte Beweise. Der Rat kann in diesem Fall kein offizielles Vorgehen veranlassen. Für solche Fälle haben wir die Spectres gegründet. Sie haben die Autorität, nach ihrem eigenen Ermessen zu handeln. Wenn Sie glauben, dass die Sovereign die wahrhafte Bedrohung ist, dann leiten Sie alle Schritte ein, um sie aufzuhalten. Und Saren. Viel Glück, Commander. Wir alle vertrauen Ihnen. Tja, wir kriegen also keine Unterstützung, sondern sie wünschen uns nur viel Glück. Vorbildlich plus zwei, dankeschön, ey. Scheiß Rat, ey. Ich meine, die sehen Sovereign. Die haben Sovereign schon gesehen, dass es kein normales Schiff ist, weißt du? Die Anzeichen sind ja da. Aber es kümmert sie einfach noch nicht wirklich. So, ich guck mal kurz, ob Joker irgendwas Neues zu erzählen hat, weil ich da auch schon lange nicht mehr war. Und er hat uns ja mehrmals hier immer ganz gut den Arsch gerettet mit der Normandy. Commander, ich weiß, dass es für Sie da unten nicht einfach gewesen sein kann. Die Entscheidung zwischen Alenko und Williams, das tut mir leid, Ma'am. Ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. Nichts wünschenswert auf jeden Fall. In einer solchen Situation gibt es keine richtige Entscheidung. Ich kann nur hoffen, so etwas nie wieder erleben zu müssen. Ich gebe Ihnen keine Schuld, Commander. Es ist nur eine verdammt traurige Geschichte. Und ist bei Ihnen alles okay? Saren ist immer noch da draußen, Joker. Reißen Sie sich zusammen, wir brauchen Sie noch. Keine Angst, ich werde Sie nicht enttäuschen. Ich will schließlich dabei sein, wenn dieser Hurensohn für seine Taten bezahlen muss. Der hat Hurensohn gesagt. In meinem Video, ey. Wie kann der nur? Finde ich gar nicht gut. So, ich guck mal kurz aufs Tagebuch. Wir haben nämlich hier bei der Hauptmission nichts mehr. Außer ein Wettlauf gegen die Zeit, die Sovereign, dem Rat Bericht erstatten. Erstatten Sie dem Rat Bericht und warnen Sie ihn vor Sovereigns Plänen, die Zitadelle anzugreifen. Hab ich doch schon. Hat ihm nicht gefallen. Oder hat denen nicht gefallen. Aber wir können jetzt auch nochmal kurz einen kleinen Rundgang machen. Der jetzt auch schneller geht, weil Alenko fehlt, ja. Aber wir haben eben schon bei Joker gehört, die Crew,
die beschäftigt sich halt auch gerade damit, ne, mit dem Thema. Und hier, die Position ist jetzt leer. Hier, wo Alenko eigentlich immer gestanden hat, Kaidan. Niemand mehr da. Was sagt der Doc zu der ganzen Sache? Sie ist ja auch Psychologin. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Nichts. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Sie ist einfach nicht dabei. Liara? Wollen Sie sich erkundigen, wie es mir geht, Commander? Ja, ich mache mir immer Sorgen um dich. Sie sehen schon viel besser aus. Wie geht es Ihnen? Dr. Chakwas hat mir versichert, dass alles in Ordnung ist. Ich war beeindruckt, dass sie so viel über die Physiologie der Asari weiß. Immer der gleiche Text hier, wenn man danach fragt. Sie sind in guten Händen. Dr. Chakwas weiß, was sie tut. Ich habe über Saren nachgedacht. In gewisser Weise tut er mir sogar ein wenig leid. Ja, mir geht es ähnlich, habe ich ja gesagt. Ne? Er hat eigentlich nur mächtig Schiss, ausgelöscht zu werden. Er ist zu einem Sklaven der Reaper geworden und erkennt es nicht einmal. Er ist innerhalb seines eigenen Geistes gefangen. Ein Teil von ihm spürt, wie seine Identität langsam von der Sovereign verschlungen wird. Aber er kann es nicht verhindern. Ich frage mich, wie er der Sovereign wohl in die Falle getappt ist. Hat er gedacht, er könnte irgendwie verhindern, dass die Reaper zurückkehren? Oder wurde er allein von seiner Gier nach Macht und Ruhm angetrieben? Ja, vielleicht werden wir das nie erfahren. Wie Sarens Gründe auch ausgesehen haben mögen, so sind sie doch längst Geschichte. Man muss ihn aufhalten. Ja, da haben Sie wohl recht. Er mag ein Opfer der Sovereign sein, aber er ist auch eine Gefahr für das Leben aller. Es ist schon schlimm genug, dass wir Saren quer durch die Galaxis jagen. Da sollten wir nicht auch noch in jeder freien Minute über ihn reden. Ja, okay, wir haben hier nichts Neues. Okay. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. Mach's gut. Ja. Da hat sie fast das gleiche Denken wie ich, dass Saren eigentlich eine arme Sau ist. Er hat Sovereign gefunden und ist ihm sofort verfallen und steht immer noch in seinem Bann. Weiß aber natürlich um die Stärke der Reaper und hat einfach Schiss. Schiss zu sterben. Aber ja, wer lässt sich schon gerne auslöschen, ne? Aber Shepard und auch die andere restliche Crew haben die Stärke, um sich dagegen aufzuwehren und nehmen das eigentlich einfach so hin. Commander, ich wollte Ihnen danken. Mir danken? Wofür, Garrus? Für all das, dass Sie mich mitgenommen haben, dass ich Teil Ihres Teams sein durfte. Ich habe sehr viel gelernt. Ich, danke, Commander. Sicher doch. Wir können immer einen fähigen Kämpfer gebrauchen. Gern geschehen, Garrus. Das war's? Wollte einfach mal Danke sagen. Warum nicht? Und Ashley hat sich wieder beruhigt. Commander? Okay, können wir reden? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Ich sollte lieber wieder an die Arbeit gehen, Skipper. Gewehre warten sich nicht von allein. Zumindest bis jetzt noch nicht. Da hat sie also nichts Neues zu erzählen? Okay. Und wie machen wir uns sonst? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Uns steht ein schwerer Kampf bevor. Flotten aus KI-Schlachtschiffen? Die schon dutzende Male alles Leben hier ausgelöscht haben? Ich glaube, unsere Chancen stehen ziemlich schlecht. Besser als zuvor. Wir haben einen Vorteil. Wir wissen, dass sie kommen und wir wissen, was sie vorhaben. Ich habe nicht vor, einfach aufzugeben und zu verrecken, Skipper. Mach dir da mal keine Sorgen. Aber ich bin Infanterist. Gegen die Reaper wirkt mein Gewehr, als würde ich sie mit Wattebäuschen bewerfen. Für mich gibt es in diesem Krieg keinen Platz. Und das kotzt mich an, dass ich nicht zurückschießen kann. Ja, sie fühlt sich machtlos, ne? Das ist auch eine Art der Reaktion. Anders als Saren auf jeden Fall. Möchte sie kämpfen, fühlt sie aber trotzdem machtlos. Und wegen Kaidan? Wegen Lieutenant Alenko. Wie geht es dir? Ich kann nicht behaupten, es würde mir gut gehen. Ich möchte mich für das, was ich da gesagt habe, entschuldigen. Es ist nur, ich will nicht, dass jemand stirbt. Und es ist meine Schuld. Wer will schon, dass jemand aus der Crew stirbt? Niemand, ne? Das war nicht deine Schuld. Hör mir zu, Williams. Ich habe bei dieser Mission das Kommando. Ich habe den Befehl gegeben. Nein, es ist meine Schuld, dass er tot ist. Ist irgendwie witzig. Ich habe keine Angst davor, für die Allianz zu sterben.
Aber wenn ich daran denke, dass jemand für mich stirbt, wenn die Frage gestattet ist, wie bist du mit den Verlusten auf Torfan fertig geworden? War das letzte Mal. Es war mein Job, alle sicher da rauszubringen. Ich habe versagt. Ich habe geschworen, dass so etwas nie wieder passiert. Das gilt auch für mich. Ich werde ihn nie vergessen und mich nun noch mehr anstrengen. Ja, das ist wohl alles, was wir jetzt tun können. Danke für den Rat, Skipper. Alles klar, auf Wiedersehen. Wegtreten, Chief. Ma'am? Ich fand die Gespräche mit Ashley einfach immer ein bisschen spannender als mit Kaidan. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Oh, wir haben noch überlebende Salarianer mit aufgenommen. Was übrig geblieben ist von den anderen. Ha. Commander, das war eine gefährliche Situation auf Würmeier. Sie haben getan, was sie tun mussten. Ich respektiere ihre Entscheidung. Puh, Gott sei Dank respektiert er jetzt die Entscheidung, ne? Und Gott sei Dank haben wir ihn auch nicht verloren. Danke, Rex. Ich weiß zu würdigen, was Sie getan haben, Rex. Ich werde Ihnen das nicht vergessen. Stellen Sie einfach sicher, dass diese Sache es wert war. Saren muss dafür bezahlen, was er getan hat. Einverstanden. Wir werden ihn bald haben. Dann wird er für seine Verbrechen gerade stehen müssen. Wenn es nach mir geht, wird er mehr als nur gerade stehen müssen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Bis dann, Rex. Shepard. Ja, und guck mal, wir hätten beide verlieren können. Wir hätten Kaidan verlieren können auf der Mission und Rex auch. Dann werden sogar mal zwei weniger hier im ersten Teil. Schon heftig, ey. Ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet, Commander. Wohl jeder andere hätte unser Team aufgegeben. Der Verlust von Captain Kerahe ist zutiefst bedauerlich. Aber ich gebe Ihnen keine Schuld daran. Ich weiß, dass auch Sie einen Verlust erlitten haben. Ja, aber Sie haben überlebt. Also, war doch selbstverständlich, dass wir Sie mitnehmen. Der Verlust von Captain Kerahe ist sicher schmerzhaft. Aber er hat sich geopfert, damit viele andere leben können. Das scheint wohl unser Schicksal zu sein. Aber irgendwann kommt es zu einem Punkt, wo so viele geopfert wurden, dass man nicht mehr entscheiden kann, wer gewonnen hat. Die Mission war ein Erfolg. Nur das zählt. Wir werden Ihnen keine Probleme mehr machen. Unsere Einheit wird aufgelöst, sobald wir abgerückt sind. Viel Glück, Commander Shepard. Ja, fühlen Sie sich hier wohl, ne? Nichts anfassen. So, Tali, die letzte, die noch übrig geblieben ist. Hey, Shepard. Kann ich etwas für Sie tun? Sie hat gar nichts zu sagen. Interessant. Okay. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Sie ist völlig gut drauf. Hat nichts zur Situation zu sagen. Interessant. Dann muss ich jetzt trotzdem noch irgendwie den Rat warnen vor den Reapern. Habe ich ja eigentlich schon gemacht. Die haben ja nicht gehört. Oder muss ich direkt zur Zitadelle fahren? Das weiß ich halt nicht. Steht hier halt nicht drin. Nur das hier. Erstatten Sie dem Rat Bericht und warnen Sie die Sovereign im Plänen der Zitadelle anzugreifen. Ich muss sie nochmal anquatschen. Ein Punkt, Level up. Noch ein bisschen Damage ins Sturmgewehr packen. Ich gehe nochmal zum Kommunikationsraum. Das war ja jetzt eben nur die Nachbesprechung, ne? Genau. Das Gespräch, was ich eben gerade mit dem Rat hatte, war die Nachbesprechung für die Mission und jetzt muss ich sie nochmal warnen. Erstmal nach oben, genau. Nachbesprechung gibt es ja immer. Aber die haben auch ein bisschen schnell aufgehört hier. Mit der Nachricht. Oder? Nee, hier kann ich nicht. Ha. Vielleicht doch bei der Citadel direkt hin. Oder es kommt jetzt vielleicht ein Funkspruch, wenn ich die Karte anklicke. Ich habe das Missionsupdate an die Citadel übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Botschafter Udina wartet auf der Citadel auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Sehr gut, dass Sie das machen. Ich wusste, dass Sie reagieren würden. Zurück zur Citadel, Joker. Ich will, dass die Normandy diese Flotte anführt. Ja, Ma'am. Zurück zur Citadel. Aber wir waren noch nicht bei der Röhre. Ist auch wichtig. So,
Zitadel waren wir auch schon lange nicht mehr. Wir waren jetzt auf Pharos unterwegs. Dann waren wir bei der Zitadel, dann waren wir auf Noviria. Ein paar Nebenmissionen gemacht. Jetzt sind wir wieder hier. Aber Botschafter Odine, ach, die Gespräche mit dem sind auch immer so nervig. Dieser typische Politiker-Arsch. Der Rat. Gute Arbeit, Shepard. Dank Ihnen geht der Rat endlich wirklich gegen Saren vor. Der Botschafter hat recht. Wenn Saren dumm genug ist, die Zitadel anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Zitadel mit den Terminus-Systemen verbindet. Das reicht aber bei weitem nicht. Glauben Sie etwa, eine Blockade wird ihn aufhalten? Er sucht auf Eilos jetzt gerade nach der Röhre. Was wollen Sie dagegen machen? Eilos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminus-Systemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Keine Gefahr mehr? Lassen Sie mich hinterhergehen, ey. Ich will nach Eilos. Ein Schiff zu den Terminus-Systemen löst doch noch keinen Krieg aus. Ich kann diskret sein. Auf Würmeier haben Sie einen Nuklearkörper gesprengt. Das würde ich nicht diskret nennen. Ihr Stil hat Ihnen vielleicht in der Traverse geholfen, Commander. Das sehen wir ein. Aber Eilos muss man geschickt anpacken. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Was ist mit den Reapern und mit der Röhre? Geheimhaltung ist nicht gerade seine stärkste Waffe. Die Röhre schon. Saren ist großartig im Manipulieren. Die Röhre ist nur eine Ablenkung von seinem wahren Plan, die Zitadel anzugreifen. Und die Reaper? Sovereign ist die wahre Bedrohung. Saren dient nur den Reapern. Sie sind der Einzige, der die Reaper gesehen hat. Und dann auch nur in Visionen. Wir greifen die Terminus-Systeme doch nicht wegen eines Traums an. Wegen eines Traums? Ihr habt das Schiff auch gesehen, ihr Kackvögel, ey. Weg. Ich weiß nicht, der fliegt mit einem Reaper rum. Er ist da drin. Benutzt das Reaper teilweise als Raumschiff. Die sehen das Ding rumfliegen. Die sehen auch, wie sich das Teil bewegt. Dass das nicht, sich nicht steuert wie ein richtiges Schiff. Aber sie glauben es einfach nicht, ne? Okay, dann sind sie alle Narren. Ja, das hört der Rat sicherlich gerne. Wenn Saren die Röhre findet, sind wir alle erledigt. Wir müssen nach Eilos. Botschafter Odina, ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ernste politische Auswirkungen, Shepard. Die Menschheit hat durch sie viel gewonnen. Aber jetzt werden sie langsam zu einem Problem. Sie Mistkerl! Sie wollen uns verraten! Reine Taktik, Commander. Sie haben Ihre Arbeit gemacht, jetzt lassen Sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandie ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Tja, typischer Politiker, ne? Er denkt jetzt natürlich nur an seine Position. Er will ja Botschafter hier bleiben und die menschliche Position hier in der Zitadel auch nicht aufgeben. Er wäre nämlich auch noch gerne ein Teil des Rates. Er möchte, dass die Menschen ein Teil des Rates werden. Und der erste Schritt war ja, dass wir hier den ersten menschlichen Spekter haben. Aber er will natürlich mehr. Und ja, mit weil wir uns jetzt gegen die Reaper auflehnen wollen, wo der Rat nicht dran glaubt, ist das alles gefährdet, also sein Posten. Scheiß Politiker halt, ne? Das ist ein Fehler. Sind Sie verrückt? Nach allem, was ich getan habe, glauben Sie mir immer noch nicht? Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. Selbstverständlich. Wie er sich wieder einschleimt beim Rad, ey. Unser Schiff wurde festgesetzt. Wir können nicht wegfliegen. Liara? Commander? Shepard? Ich kann nicht fassen, dass sie dir das angetan haben. Es tut mir so leid. Naja, du warst es ja nicht. Das war nicht deine Schuld. Es ist nicht richtig. Du hast alles getan, was sie verlangt haben, und sogar noch mehr. Niemand sonst hätte das vollbringen können, was du getan hast. Der Rat hat dir alles zu verdanken, alles. Aber stattdessen entheben sie dich deines Kommandos und halten die Normandie fest. Ja, aber es gibt auch weiter größere Probleme. Die Galaxie ist bedroht. Es ist mir egal, ob sie mich hier festhalten oder nicht, aber sie weigern sich, Saren zu verfolgen. Wenn sie nicht verhindern, dass er die Röhre findet, ist das unser aller Tod. Vielleicht sollten wir den Rat anrufen und dafür sorgen, dass er seine Entscheidung überdenkt. Anrufen? Habe ich doch schon versucht. Ich stand schon gerade vor denen. Ich habe sie bedrängt, so gut ich konnte. Sie wollten es einfach nicht einsehen. Das war's dann? Du gehst einfach? Du gibst auf und verdammst die Galaxis?
Nein, wir bleiben alle stark. Wir sind vorerst nicht im Spiel, aber ich werde einen Weg finden. Ich glaube an dich, Shepard. Ich stehe dir bis zum Ende bei. Das habe ich auch erwartet. Tut mir leid, wenn ich störe, Commander. Ich habe eine Nachricht von Captain Anderson für Sie. Haben Sie einfach gelauscht? Spionieren Sie uns nach, Joker? Nein, Ma'am. Ich wusste nur, dass Sie auf dem Schiff sind und wollte Ihnen diese Nachricht überbringen. Der Captain möchte Sie im Flux treffen. Das ist dieser Club unten in den Zivilbezirken. Sie sollten wohl besser zum Treffen hingehen. Captain Anderson? Okay. Ich werde auch zum Treffen hingehen. Und ich nehme Liara mit. Vielleicht können wir das Gespräch von eben noch mal ein bisschen fortsetzen. Ah, wobei Liara... Sie passt halt nicht so ins Team mit so viel Biotikstärke. Obwohl, sie lässt die Gegner auch teilweise richtig gut rumfliegen und so. Ist auch witzig. Nehmen wir mal wieder. Komm, nehmen wir. Die hatte ich ja auch schon lange. Ich hatte ja immer Tali viel dabei, Rex und sowas. Nehmen wir heute Garrus und Liara mit. Liegt bei denen am längsten zurück, dass ich die dabei hatte in Mission. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Ja, das stimmt. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Dankeschön. So, Squad Level natürlich noch. Liara hat auch 6 Punkte zu vergeben. Erweitertes Heben. Erweiterte Singularität. Garrus hat 12 Punkte, Alter. Schwede, ey. Attentat hat er gelernt. Erweitertes Attentat. Und Schildboost. Und meisterhaftes Attentat. Der ist ja der meisterhafte Attentäter. Hat er hier bei Präzisionsgewehr drin. Sehr schön. Ich glaube, ich hatte sogar vielleicht noch so eine neue Rüstung für ihn. Gucken wir erstmal bei Liara. Warte mal, das ist ja hier ein Sturmgewehr. Guckt mal so an. Crossfire-Sturmgewehr ist ja sogar besser als meins. Das nehme ich erstmal in die Hand. Zack. So, Liara kriegt jetzt hier meine alte Tsunami. Handfeuerwaffe ist völlig okay. Was sagt, guck mal, Bio-Verstärker hatte ich noch welche. Die waren für Shepard kacke, weil ich bessere habe, aber für sie? Wirkungsdauer, Bonus, Abkühlzeit, naja. Nö, da ist ihr Ding auch gar nicht so schlecht. So, Garrus, Mittelschwer-Turianer-Rüstung, Leicht-Turianer und Mittelschwer. Guck mal, die hier, ey. 228 Schilde? Ihr kriegt natürlich voll die fetten Sachen hier, ne? Anziehen. Sieht nicht so geil aus, aber die Werte sind natürlich mega. So. Er kriegt die Raptor-Sturmgewehr. Ja, eine Pumpgun kann er auch mal geben. Striker, warum nicht? Neues Präzisionsgewehr, die erste hier, die Punisher ist natürlich super, auch vom Namen her. Punisher. Kein Universalwerkzeug, nö. Okay. Er hat aber auf jeden Fall eine fette neue Rüstung. So, dann müssen wir hier also mit Anderson treffen. Im Flux. Vielleicht treffen wir auch vielleicht sogar noch diese Reporterin, die mal wieder so ein Interview mit uns machen möchte. Kann auch sein, weil die auch schon lange nicht mehr aufgetaucht ist. Für Liara hatte ich gar keine neue Rüstung, ne? Meine alte kann sie auch nicht mehr anziehen. Habe ich auch gar nicht mehr. Guck mal. Nö. Gar nichts. Garrus, vielleicht frage ich dies nur aufgrund meiner Probleme mit Benesia. Aber bereitet es Ihnen keine Probleme, gegen einen angesehenen turianischen Spekter wie Saren vorzugehen? Saren ist entweder ein Verräter oder ein Verrückter. Durch seine Vernichtung wird der gute Name der Turianer überall wiederhergestellt. Ich dachte, Sie würden aufgrund Ihres Respekts für Spekters zögern. Ich bin froh, dass ich mich geirrt habe. Na, der zögert nicht, nur weil Saren Turianer ist. Garrus ist schon ein Anständiger. Der erkennt den Feind, egal welche Spezies der Feind ist. Er kämpft für die Sache. Keine Reporterin da, Gott sei Dank.
Wir müssen aber zum Flux. Das befindet sich in den Bezirken. Und zwar in der Nähe. Ah ne, ich kann da direkt zum Flux. Vielleicht kann Anderson uns ja irgendwie helfen, dass wir hier starten können. Wir müssen die Zitadelle unbedingt wieder verlassen, damit wir nach Ilos fliegen können. So, sie sind beim Nachtflux angekommen. Beim Nachtflux. Im Club. Im Nachtflux. Okay, Leute, wir werden in der nächsten Folge das Gespräch mit Anderson machen. Die letzte Folge war ja ein bisschen länger, deswegen machen wir heute mal ein bisschen kürzer. Gab heute mal wieder ein paar wichtige Gespräche und dann das Treffen beim Rat, was natürlich wieder scheiße gelaufen ist. Aber, ja, Anderson ist noch unsere letzte Hoffnung, der uns hier vielleicht rausbringen kann, dass wir Saren dann verfolgen können, ne? Wir müssen zur Röhre auch. Bevor hier der ganze Angriff stattfindet auf die Zitadelle, müssen wir versuchen, ihn erstmal vorher aufzuhalten. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen heute. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und denkt an morgen, ne? Morgen geht's weiter mit Mass Effect hier. Macht's gut, ciao, ciao.